Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem The Forest Let's Play, zusammen mit dem Hisky und der Buggy Bird. Ich muss meine linke Hand benutzen. Genau. Hallo. Hi. Das Problem, wenn ich meine rechte Hand benutze, sieht man die in der Cam nicht, wie ich gerade im Overlay sehe. Oder es wird im Overlay nicht richtig angezeigt, aber meine linke Hand sieht man mehr. Das sind richtige Probleme. Ja, es fällt mir jetzt auch erst auf. Jetzt muss ich mal produktiver werden in dieser Folge. Ich habe schon wieder einen leeren Magen. Ich habe. Nee, wir haben gerade geschlafen. Erstmal Blaubeerbüsche ernten. Das kann ja nicht sein, dass ich schon wieder so einen leeren Magen habe. Also, es ist ja. Ja, ich weiß nicht, man geht mit Vollmagen schlafen und wacht mit leeren Magen wieder auf. Das ist. Das heißt, man kann sterben über Nacht oder wie? Nee. Warum regnet es nie? Ja. Ess doch einfach die Blaubeeren. Die sind eine Oh, endlose guck Nahrungsquelle, mal, wir hier brauchen ist nichts es. anderes mehr. Das ist es ja. Guck mal, da hat hier schon eine richtige Blaubeerindustrie hier. Ja. Heidelbeeren, Ich sorry. wünschte, man könnte. Ja, oder Heidelbeeren. Ich wünschte, man könnte hier Grünspan-Becherling anbauen. Oder roten Grünspan-Becherling. Porling. Roten Porling. Auch nicht schlecht. Ach, ich habe jetzt hier irgendwas reingebaut, ne? Ich habe keine Ahnung was. Also ich würde Ins lieber Beet. Eispranken anbauen. Ja, okay, Eispranken sind natürlich auch. Der Hit. Oh, es ist ein Baum nachgewachsen. Die Bäume wachsen langsam nach. Wachen, na, ja. Ah, reden lernen mit Bubble. Ach ja, ich wollte. Doc? Nein, ich wollte nicht ausrüsten. Oh. Zählt's mal das Gleiche. So. Ah, lecker. Es gibt dann ein Upgrade für die Waffen, also man kann sie ja verstärken. Jetzt Mit frage ich, Zähnen. ihr mit Zehen oder mit Federn? Federn macht sie schneller, mit Zehen macht sie stärker. Jetzt ist die Frage, wie wirkt sich das auf Bäume fällen aus? Weiß nicht. Ja, das ist Ist dann. unsere Tür kaputt? Nicht, dass ich wüsste. Den Schaden mal höher. Ich mache ein paar Zähnchen an meiner Axt. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das den Schaden verbessert, das ist aber. Ne? Ich glaube, ich gehe mal jagen, Wieso? weil wir wenig Fleisch haben. Wir haben Blaubeeren. Du mit deinen Heidelbeeren. Die helfen halt dem gegen allem, das ist es ja. Die geben dir Wasser und die geben dir Essen. Ja, aber mehr Wasser als Essen, oder? Also Ja, mein Magen wurde jetzt nicht. Ich musste jetzt gerade all dein Beet aufessen, damit ich halbwegs den Magen voll habe. ist nicht schlimm. Und du kannst die auch wieder einpflanzen, die Samen, die dann rauskommen. Naja, wenn du Blaubeeren isst, komm mit der Ze kriegst du manchmal Samen raus. Und die kannst du einpflanzen. Okay. Ein Wunder der Gut. Natur. Okay. In deinem Magen wächst jetzt kein Blaubeerbusch, Heidelbeerbusch. Keine Sorge. So typisches Kinderangstproblem. Wenn man eine Wassermelone gegessen hat. Oh, was? Nein, ernsthaft? Der Schlitten hat einen Ständer bekommen. Hey, was ist los? Jetzt bin ich nicht da. Was? Der Schlitten hat sich Lass mal, jetzt. bleib. Was ist los? Wir warten auf dich. Ja, irgendwie. Schlitten hat sich Ich glaube, umgestellt. Hiske hat wieder gebaut. Ich schlepp den schon mal Warte, das was kriege ich weg. hin. Das kriege ich hin. Komm schon, komm schon. Ah, warte, ich habe eine Idee. Warte. Oder? Nee. Schade, ich kann es nicht. Den Ding nicht. Vielleicht mal die Ja, genau die richtige Richtung. Baumstämme erstmal runternehmen. Jetzt fall doch um. Ah! Warte, wir kippen es einfach in die andere Richtung.
Dann kann man die Dinger nehmen. Huch. Ne, kann man nicht. So. Du musst was Neues bauen. Ne. Warte, ich hab's. Ui, Alter, Hilfe! Oh, was? Wo bist du? LOL, Alter! Was? Hilfe. Was ist passiert? Ich bin in die Luft geschleudert worden. Ich fass es nicht, ey. Hilfe. Ah, Schock meines Lebens. Jetzt wäre ich beinahe der Erste gewesen, der gestorben ist. So, wie habe ich das jetzt gemacht? Ich glaube, aus Versehen. Hm, naja. Ding ist eh voll. Ah. Ich konnte den gerade nicht bewegen. Das wollte gerade nicht. Wo rufe ich denn hin? Gute Frage, das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Ja, aber das Haus ist fast fertig, immerhin. Ja, nice. Können wir das alte Haus abreißen? Kommst du draußen klar in der Natur, Marina? Ich bin jetzt erstmal hier vorne wieder geblieben. Ich habe mich nicht so weit getraut. Ich sehe da irgendwas in der Ferne. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie ein Dicker? Was ist das? Ich komme mal zu dir. Oder ist es ein Busch? Das kann auch ein Busch sein. Ich glaube, das ist nicht so ganz lustig. Ich glaube, es sind mehrere Gebüsche hintereinander, alles klar. Okay. Ja, alles gut. Könnten auch demnächst mal in eine Höhle gehen, wenn wir das Haus fertig gebaut haben. Meiner Gesundheit, die ist immer noch unten. Brauch Medizin. Hab ich? Nee, aber in der Höhle könnte man Medizin finden und so. Mit was findet man nicht im Flugzeug eigentlich Medizin? Also, hatte ich mir das gedacht. Eigentlich schon. Da hab ich auch, aber ich habe nichts gefunden gehabt. Ich hab doch, ich habe zwei Medizin-Bottle-Fläschchen. Würdest du mir eins abgeben? Natürlich. Da, bitteschön. Dankeschön. Auf dem Silbertablett, ne? Metalltablett, tut mir leid. Hey, wo ist das dann? Links neben dem Kassettenspieler. Ach da. Ja, kann sein, dass ich das vorher auch schon hatte. Wieso habe ich schon... Ich hau mich mal richtig rein. Ich frag mich eh, wo der Typ das die ganze Zeit rumschleppt. Das die ganze Zeug. Das ist ja alt, ne? Ich meine, was man so alles teilweise... Zwei Druckluftflaschen, ja, die trage ich auch den ganzen Tag mit mir herum. Ist in Ordnung. Warum ist der Baum nur ja halb angesäbelt? Alles im Schlüpper drin, kein Problem. Hast noch einer drauf, Paggy? Ich glaub schon, ne? Toll, jetzt habe ich dieses Bild im Auge. Danke, Buggy. Wie manche Sachen ihr Drogen schmuggeln und so. Mhm. Hm. Danke. Kein Problem. Immer gern. Achtung, Baum. Gern geschehen. Noch, ja, 26 Baumstämme. Den krieg ich noch. Was machst du? Was? Achso. Zack. Ich hab nichts mehr zu trinken in der... Wow. Ich bin super vorbereitet. Ob ich mir was einfüllen kann, ohne dass man es merkt. Nee, zu schwer. So, du machst das... Okay. Du machst es jetzt da bei dir, okay. Ich hab gedacht, du machst das irgendwie jetzt hier in Forest. Also trinken, oh, zu schwer. Nee, bei... Ist schon meine Tasse und so. Im echten Leben. Wir haben es gleich, Buggy. Ja. Glaube ich. Ja. Ja, dürften nicht mehr viele. Also, der Boden kommt zwar als letztes, aber na gut.
es ist... Ich bringe euch schon mal wieder Baumstämme und leg die einfach da rein. Alter, was ist mit der Tür, Mann? Ich hab gedacht, die Tür wäre kaputt zwischenzeitlich, weil da ist dieses Zeichen mit dem, mit der Waffel drauf. Mhm. Mit der Waffel? Mit der belgischen Waffel, nein. dieser Dingswaffe, aber warte mal ganz kurz. Ja, vielleicht will sie doch einmal repariert werden. Aber wenn ich da drauf hämmer, dann ist sie nicht kaputt, ne? Nee, nee. Reparier sie, ne? Die wird dann repariert. Jetzt ist sie repariert. Ist sie? Hast du gut gemacht. Hallo, hier sind Bauarbeiten. Bitte nicht durchkommen. Aber wenn man so vergleicht, deutsche Baustellen mit japanischen Baustellen zum Beispiel. Japaner sind deutlich schneller. Ja. Effizienter. Die kriegen irgendwas innerhalb von 10 Tagen hin, was wir für 3 Jahre brauchen. Mhm. 4 Stück noch, Leute. Dann ist das Haus ein bisschen fertig. Ich habe 2 in der Hand. Sehr gut. Oder auf der Schulter. In den ersten Versionen von Forest konnte man nur einen tragen. Ein Baumstamm. Lässig. Oh Gott, ja. Das Problem ist, dass dieses Haus immer noch durchgängig ist. So, wer baut den Boden? Oh Gott. Maggie hat die Stimme. Ich habe leider alle Ausdauer verloren. Noch irgendwas hin. Ach nee, davor, ich kann nicht. Ach, scheiße. Wir müssen jetzt auch mal mehr Stöcke sammeln und die ganzen Dinger hier mal fertig bauen. Los, Buggy, du schaffst das. Ja. Jawohl. Erster. Yes. Wunderschön. Und von der Schlafplatz ist wunderschön. Ich meine, warum? Schön tief durchatmen und touch. Hallo, kannst du. 5 Meter Abstand? Hallo? Was, also, vor allen Dingen, wie tief geht's da runter? Ich will. Ein bisschen. Breath und Touch. Typische Nachtgeschichten. Und was steht auf Breathe. Breathe. Atmen. Mit E, ja. Atmen und berühren. Ja. Und da steht. The New Travel Experience. Coupon Air. Okay, ja, kein Wunder, dass das so ein Billigflug war. Coupon Air. Das war so ein Rabattcoupon, da hast du den Flug gekriegt. Ja, oder machst du richtig einen auf USA und machst 50.000 Coupons und dann hast du einen Gratisflug. Man hört das Wasser aber von dem. Das ist so ein ganz kleiner Wasserfall. Ja. Also, wenn du eine schwache Blase hast, ist es nach. Nachteilhaft? Unvorteilhaft? Andere würden sagen, das ist schön romantisch und so. Und dann kommt Hiski mit, ja, wenn du eine schwache Blase hast. Ich wollte erst sagen, man kann gut einschlafen, aber habe ich gedacht, scheiße, was ist, wenn du auf Klo bist, dann ist das echt kacke. Ist die Tür auch kaputt? Nee, die ist noch lebendig, okay. Und man kann auch, man kann mit dem Schlitten auch Leichen transportieren. Ja? Ja. Boah. Ja, man kann da durchschauen. Neue Geschäftsidee. Wow. Ja, dann verschachtel das mal. Möchten Sie diese gut aussehende Leiche kriegen? Nein. Ja, man ist ja manchmal mit sich selbst nicht so ganz zufrieden und wenn man sich dann so eine Leiche anguckt, denkt man schon so, ach, die sah ja schon in manchen Bucken vielleicht besser aus. Willst du die nicht dann haben? Gibt's zum Schnapspreis. Nur so vielleicht so 100 Goldstücke. Nein? Tut mir leid, ich hab grad schlechte Laune, muss Pfeilchen ein bisschen runtergehen. Ach, guck mal. Hallo. Wir haben gerade von dir geredet. Du wirst bald zu der Leiche, die ich verschachtel. Wow. Junge, lauf nicht weg. Dies ist deine Chance. Werde jetzt für ein neues Leben als Leiche. It's a once-in-a-lifetime-Chance, weißt du? So ein bisschen rot steht dir gut. So. Lebt er noch? Nee. Nee. Hast du Kumpels mitgebracht? Auf den Bäumen vielleicht? Nee. Im Bäumen. Buggy, ich habe ein Geschenk für dich hier. Kann ich nicht mehr aufsammeln. Ach, guck mal, hinter dir, Buggy.
Jetzt rechts von dir, hinter dir. Da ist jemand. So, ah, okay. Ey. Müssen wir die jetzt zensieren, weil man Nippel gesehen hat? Habt ihr da? Man sieht von denen die Nippel. Oh nee, ich hab schon wieder irgendwen. Ja, aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe schwarz-weiß. Ich komme jetzt auch so aus den 60ern, dann gab es auch noch Schwarz-Weiß-Filme. Hey, nimm. Meine rüstet nicht die Axt aus. Hallo? Hallo? Endlich ist der platt. Ja, und ich war's tot. Ja, ich nehme mich auch. Erstmal eine Medizin geschluckt. Ich habe noch eine Medizin, glaube ich. Ich habe jetzt gar keine mehr. Brauchst du? Nee, ich habe gerade eine benutzt, aber danke fürs Angebot. Da ist er. Ich schleppe ihn im Moment nach Hause. Ach, du auch? Ja. Ich habe auch jemanden. Habe ich mir persönlich ausgesucht. Mm. Dein. Du hast die Frau, ne? Habe ich die Frau? Ich weiß nicht. Sehen alle so gleich aus, wenn man sie schleppt. Hm. Huch! Ich bin volle Kanne dagegen gelaufen. Jetzt würde ich die Tür zumachen. Nee, ich tue sie nicht auf den Grill. Ich nehme sie mit. Oh, ich verstehe schon. Damit du mir ja zum Kuscheln hast. So. Jetzt haben wir ein Bett. Jetzt haben wir zwei Betten. Wir müssen mal wirklich gesamtes Spiel über alle Leichen dahin schleppen. Ja. Der ganze Raum wird dann so voll. Man darf dann bloß nicht mehr atmen. Zumindest die erste Zeit lang. Irgendwann es regnet immer noch nicht, ne? Nee. Mm-mm. Es ist das, was ich gesagt habe, eingetroffen. Ah. Ja. Safe. Aber normalerweise würde jetzt Hiski sagen, wir haben ja seine Heidelbeeren. Ja, haben wir auch. Ich habe auch noch irgendwas eingepflanzt, ich weiß noch nicht was. Ich glaube, man kann auch Medizin oder so einpflanzen. Gibt es hier eigentlich echt nichts mehr? Kein Rucksack? Nee. Also mir macht das Spiel echt richtig Spaß, muss ich sagen. Ja, mit euch schon. Ja, no. Cool. Ich bin normalerweise nicht so der Fan von Survival- oder Horrorspielen allgemein, aber mit euch macht's echt Spaß. Du hast das schon gespielt, ne? Dann alleine im Singleplayer, oder? Mhm. Ah ja, okay. Nee, mit jemand anderem zusammen, aber das war jetzt nicht so... Man kann The Forest innerhalb von 6 Stunden durchspielen, sagen wir es mal so. Speedrun. Echt? 6 Stunden? Das Spiel geht echt nicht... Also wenn man rein auf Story geht oder so, das geht echt nicht lange. Ah, okay. Aber das Witzige sind doch gerade die Einwohner und das Survival und ja. Ja, aber das ist, eine Problem ist dann einfach so, was machen wir, wenn wir das jetzt hier fertig gebaut haben, ne? Ja, dann gehen wir in eine Höhle. Ja, und dann geht man in nächste Höhle und nächste Höhle und nächste Höhle und man sich seine Ausrüstung und dann kommt man zum Ende der Story und dann... Genau. Ach so, okay. Das ist... Verstehe. Dieses typische kleine Problem, was ich immer bei Survival spielen habe. Ich sehe kein... Dieses Aftergame, bei dem ist so bei mir nicht so ausgeprägt. Mhm. Okay. Ja, aber ich meine, so für das erste Projekt gemeinsam ist es vielleicht nicht schlecht, oder? So ja. Ein paar Völkchen und dann... Ja. Ja, was mache ich eigentlich mit den Baumstämmen? Warum habe ich die reingebracht, Hiski? Ja, ich habe die auch. Wenn wir die Dinger hier fertig bauen, dann können wir die Baumstämme da reinschleppen. Reinlagern. Sehr gut. Dann lasse ich die mal kurz hier liegen als... Ja. Deko. Als Deko, ja. Bei mir riecht es gerade nach Essen, das ist unglaublich. Möwe! Möwi! Federn. Feder, komm, warum fliegt das denn immer weiter hoch? Ich verstehe es nicht. Ich habe einen Möwenkopf, aber ich wollte das Fleisch mitnehmen, nicht den Möwenkopf. Wieso passiert uns das die ganze Zeit? Das
Das ist von derselben Möwe. Wieso? Wieso duplizieren wir hier alles? Oh Mann. Ich weiß es auch nicht. Aber es gibt auch unwichtige Höhen, aber ich denke mal... Kann man eigentlich zu diesem Schiffswrack da hinten gehen? Wir könnten... Stimmt, wir könnten Floß bauen. Dafür ist das Floß wahrscheinlich da. Ist die Frage, auf welcher Seite war das? Finden die vermissten Flugzeugpassagiere? Nee, danke. Ja, vielleicht sind die ja da drüben auf der Insel. Wo ich gerade hinschaue. Ja, genau. Oh nein, ich habe Freunde, Hilfe! Nein, ich will nicht. Also wir können Hausboot bauen oder ein großes Floß? Hiski, Buggy. Mhm. Ich bringe Freunde mit. Also die waren da gerade. Also ich verspreche es, die waren da wirklich da gerade unten. Mhm. Die haben Strandspaziergang gemacht und... Da sind sie, hallo! Hiski, sehr schön. Ist das ein Floß oder ist das ein... Das ist ein Hausboot. Hausboot. Hätte ich jetzt auch gedacht, für ein Floß ist, aber... Jetzt schrei doch nicht so laut. Nachtruhe. Genau. Ich rufe sonst die Polizei. Wo ist der andere? Abgehauen. Hatte Angst. Bitte ins Haus, ja? Ja. Wohin sonst? Keinen anderen Ort mehr. Wenn man was sehen würde. Also theoretisch könnten wir ja kleine Fackeln und so überall hinstellen, aber... Ja. Ich glaube, wir werden den nächsten ein kleines Fliegenproblem haben, aber... Ne? Auf welchem Planeten leben wir eigentlich? Ich sehe den Mond ganze Zeit nur irgendwie so schlecht beleuchtet. Ich sehe den Mond gerade überhaupt... Wo soll der denn sein überhaupt? Der Mond ist aufgegangen. Da über dem Segelboot, wo wir vorhin waren. Das ist jetzt gerade. Nö, nee, der nimmt gerade zu. Also eine ganz, ganz leichte Sichel sieht man. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. Wie merkt ihr euch eigentlich, ob das ein abnehmender oder ein zunehmender Mond ist? Über solche Sachen denke ich nicht so viel nach. Nö. Eigentlich ganz einfach. Wie wäre das denn? A, ne, ist links die Sichel. Weil mit einem A macht man auch links so einen Strich. Und damals, das alte deutsche Z, hat man so rechts so einen Bogen gehabt. Deswegen links A abnehmend und rechts zunehmend. Je nachdem, wo man die sieht, die Sichel. Okay. Einfach nur so als... Ich glaube, der ist zurückgekehrt, ne? Irgendwas macht... Nach dem Tod seines Freundes hat er gedacht, der muss den jetzt rächen. Ja, wo bist du denn? Wird sterben. Der kann nicht die ganze Zeit Töne machen oder nichts tun, wo ist er? Hallo, machst du mal nicht die Mauer kaputt? Achso, der randaliert da wieder, okay, alles klar. Mit seiner Schädeltaschenlampe. So unfair, ich hab keine Ausdauer mehr. Ist jetzt tot? Weil über einen Stein gekippt ist. Aua! Also der liegt jetzt nicht gerade gesund, ne? Irgendwie. Also chiropraktisch gesehen, nein. War noch Chiropraktiker, oder? Irgendwas mit dem Rücken. Was? Irgendwas mit dem Rücken. Ja, Orthopäden kenne ich aber. Was war ein Chiropraktiker? Können wir eigentlich schlafen? Weiß das jemand von euch? Gleich, okay. Jetzt haben wir schon 4 Leichen. Oh. Das dauert echt lange, bis man schlafen kann. Ich habe in dieser Folge die Anmoderation gemacht, ne? Ja. Oh, okay. Das ist die 5. Folge, deswegen. Nee. Doch, ja. Doch, 5. Schon. Ja, schon die 5. Muss die 5. sein, ja. Krass. Gott, so fährt's, wenn wir gerade in der 2. oder so. Ging echt schnell vorbei, also das ist also gefühlsmäßig. Ja. Ich glaube, unten ist ein... Ach nee, das ist der Ureinwohner von drinnen, alles klar. Ach so, der... mit seiner Lampe. Ja, cool, ja, ist doch... Der scheint da durch das...
Lol. Kann man doch super dafür. Ey, wir beleuchtet unsere. Huch? Oh mein Gott. Es regnet. Ja. Alter. Ich hab einen Möwenkopf. Wer hat einen Stein ausgeschissen? Das ist ein Ei. Der Stein war vorher nicht da. Das ist ein heiliges Ei von der Möwe. Preise den Herrn. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie. Ich will nicht wissen, wie sehr das wehtut, so ein Ei rauszudrücken. Ich meine, Größenverhältnis von der Möwe zu dem Stein ist schon, ne? Ach nö. Jetzt seid mal leise da draußen. Wir wollen schlafen. In Ruhe. Irgendwann. Aber wir können wir gleich. Uns ist kalt. Mir ist kalt und mir ist nass. Ich soll ein Feuer bauen, um mich zu wärmen. Ich bin noch neben. Achso, da ist das Feuer. Oh nein! Was? Ich hab mich erwärmt. So. Ja. Aber noch nicht ganz, weil ich bin immer noch irgendwie eingefroren. Bisschen gerüstet Haut ist in Ordnung. Ich muss ein bisschen mehr. Ich heiz nochmal an hier. So, wir könnten jetzt gleich schlafen gehen, ne? Jo, können wir. Ja, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und natürlich sind auch die beiden anderen in der Videobeschreibung verlinkt. Einmal der Hiski und einmal die liebe Buggy Bird. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Cheerio. Ciao.